Ja, hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um den neuen ZOHT Talent 250G. Das ist das neueste Modell von ZOHT, welches der Nano-Talent nachempfunden ist und diesmal noch kleiner und noch leichter wurde. Und damit soll es möglich sein, auch unter der 250-Gramm-Grenze zu bleiben, die in manchen Ländern ja wichtig ist für gewisse Regularien, da man dann bestimmte Zertifizierungen bzw. bestimmte Zulassungsscheine nicht braucht. Ich habe das Ganze schon mal so weit zusammengesteckt. Erstmal mit einem Minimal-Setup. Ich fliege den jetzt erstmal mit einem 1600 mAh 2S LiPo und habe jetzt auch nur einen X8R Free Sky Receiver drin. Das heißt erstmal keine Stabilisierung, kein Einav oder sonst welche Spielereien. Und in der Nase eine kleine All-in-One FPV-Kamera, einfach nur damit ich schon mal ein kleines bisschen FPV üben kann. Und wir versuchen den Flieger jetzt gleich in Luft zu bringen, aber bevor das losgeht, zeige ich euch mal ganz kurz das Innenleben und erkläre euch ein paar Sachen über den Flieger selbst. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz hier an, wie das aussieht. Hier die Fronthatch, wo das Akkufach drin ist mit dem Akkustrap auf einer Sperrholzplatte. Das ist hier vorne magnetisch befestigt. Das hält auch mit den beiden kleinen Neodym-Magneten ziemlich gut. Und wie man sieht, die sollte man im Flug eigentlich nicht verlieren. Und der Flügel ist durch diese kleine Schraube hier befestigt, die kann man einfach mit der Hand lösen. Und wenn wir die abmachen, finden wir hier dann drunter das Elektronik-Compartment. Ich habe das Ganze jetzt erstmal nur zusammengeschmissen. Hier ist jetzt ein X8R-Receiver drin, wie schon erwähnt. Der Standard 30 Ampere ZOHD ESC, der auch im ZOHD Drift und DAR 250G zum Einsatz kommt. Und hier hinten haben wir die beiden Servos für das V-Tail. Und hier hinten ist ganz am Ende haben wir dann auch noch den Sunny Sky E1406 2600 kV Motor. Auch den kennen wir schon vom ZOHD Drift und DART 250G. Ja, von der Verarbeitung her ist es eigentlich schon mal ganz in Ordnung. Ich habe jetzt keine gröberen Macken gesehen. Ein kleines bisschen unsauber sind hier noch die Einlässe von der Luft. Eventuell hilft das hier noch ein bisschen mit dem Messer wegzuschneiden, damit man die ein bisschen größer hat, einfach für eine vernünftige Kühlung und so diese kleinen Kanten noch wegzubekommen. Ich wurde auch schon gefragt bezüglich dieser Sperrholzplatte, die hier den Flügel halten soll. Das ist 3 mm dickes Sperrholz. Das ist auch ordentlich stabil. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwelche Probleme gibt, dass das brechen sollte zu schnell. Eher wird wahrscheinlich der ganze Flügel zerreißen bei einem Crash, bevor das Sperrholz zerbricht. Und insgesamt wird das Ganze dann auch nochmal durch diesen Schaumbalken hier unterstützt, sodass sich das Ganze beim Anziehen nicht durchbiegt. Hier oben haben wir auch nochmal für die Kabelführung eine Verstärkung drin, wo die beiden Servokabel zusammengehen. Und die Servokabel selbst, die sind schon komplett zusammen auf einen Stecker gekrimmt. Also ihr braucht nicht nochmal extra ein Y-Kabel, was auch nochmal ein paar Gramm Gewicht spart. Mit dem Setup, so wie es jetzt hier ist, mit ungefähr 100 Gramm Akku drin. Ich glaube, der Akku jetzt hat 99 Gramm. Und einen 2S Lithium-Ionen-Akku, den ich habe, der hat ungefähr 104 Gramm. Mit dem Lithium-Ionen-Akku komme ich insgesamt auf 246 Gramm Abfluggewicht für die ganze Talent 250G. Wenn man natürlich ein komplettes FPV-Elektronik-Set reinbaut, mit Flight-Controller, mit GPS, mit allem drum und dran, könnte es natürlich ein bisschen größer werden. Dann wird es wahrscheinlich nichts mehr, dass man die 250 Gramm schafft mit einem kompletten Lithium-Ionen-Akku. Aber auf jeden Fall mit einem LiPo. Und was ich auch noch festgestellt habe, hier vorne das Compartment ist so groß, hier passen auch locker 4 Lithium-Ionen-Zellen rein. Das heißt, man könnte auch den Motor austauschen, das Ganze auf 4S Lithium-Ionen betreiben oder 2S, 2P, wenn er das Gewicht vernünftig tragen kann. Aber das werden wir auf jeden Fall noch testen. Gut, so viel zur Übersicht zum Flieger und wir machen jetzt einfach mal den Maiden und schauen, wie das Ganze läuft. So, also der Maiden-Flug war jetzt nicht so perfekt. Ich glaube, er ist immer noch ein bisschen zu hecklastig. Das Problem dürfte der langgezogene Akku sein, der das CG immer noch zu weit hinten hält. Und Schäden sehe ich jetzt keine groben. Wie man sieht, trotz der Nasenlandung ziemlich stabil gelandet oder ziemlich stabil geblieben. Das Einzige, was mir aufgefallen ist eben, wenn ich jetzt mal den Flügel abmache, und zwar hier hat sich der Kleber gelöst und deswegen stand der Flügel jetzt ganz weit hoch. Die Sperrholzplatte selber ist in Ordnung,
Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem. Das Ganze wird trotzdem noch zusammengehalten. Ich werde also jetzt mal den Lithium-Ionen-Akku in den Flieger einbauen stattdessen, weil der das CG weiter nach vorn bringt und damit sollte stabiler sein. Weil er ist im Endeffekt recht sauber geflogen, aber in dem Moment, wo ich scharf hochgezogen habe, da hat er einen Speedstall gemacht, ist zur Seite weggekippt und ist abgestürzt. Ich wechsle jetzt trotzdem den Akku und dann geht es auch schon weiter. So, also ich habe jetzt hier den 2S Lithium-Ionen-Akku verbaut und mit dem, ich habe jetzt natürlich immer noch ziemlich viel Wind, aber mit dem bekomme ich das CG tatsächlich perfekt auf den Marken gebalanced. Und vorher war es halt auf der hinteren Kante. Und ich glaube, da sollte man wirklich bei dem vorsichtig sein, dass man genau auf den Markern ist. Und wir probieren das Ganze jetzt einfach nochmal und schauen, dass es diesmal ein bisschen besser läuft. So, also wir sind jetzt gerade in der Luft und ja, was soll man sagen, die fliegt wie auf Schienen, trotz des Winds, und das CG jetzt passt. Ich bin jetzt bei Halbgas und der fliegt absolut wie auf Schienen. Das ist jetzt komplett off-stick. Ganz leicht nach rechts trimmen muss ich mal machen. Immer noch ein bisschen nach rechts. Ja, das sieht gut aus. Er fliegt richtig schön. Gut, dann wechseln wir mal gerade zur FPV. Erstmal ein bisschen Höhe gewinnen hier, dass ich ein bisschen Zeit habe zu wechseln. Bei Position Hold gibt es im Moment bei mir nicht. So, ich bin jetzt gerade beim FPV fliegen. Und schauen wir mal, die Kamera ist natürlich jetzt absoluter Mist, die hier drauf ist. Da muss ich mal eine bessere Testkamera aussuchen. Aber ansonsten, ey, also ich bin gerade echt ein bisschen baff, wie smooth der fliegt. Wir haben ein bisschen böigen Wind und normalerweise hier in der Gegend ist das immer ein bisschen tricky. Man merkt auf jeden Fall, ich habe ihn leicht nach oben getrimmt, damit auch der Start leichter ist. Und wenn ich jetzt Gas gebe, merkt man auch, er zieht nach oben ganz leicht. Ich gehe mal ein bisschen mit der Trimmung weg. Aber ansonsten, wir müssen immer noch ein bisschen nach rechts trimmen. So, jetzt sieht das relativ gut aus. Jetzt haben wir noch zwar auch immer noch unsere Windschüttler. Aber ja. Also jetzt fliege ich quasi mit dem Wind. Der Wind kommt jetzt von hinten. Aber der hat überhaupt keine Probleme damit. Richtig schönes Flugbild. Er ist sehr twitchy, auf jeden Fall auf der Rollachse. Wir machen mal hier ein bisschen den Tiefflug. Gucken wir mal, wie schnell. Oh ja, sehr agil ist er auch. Wir können auch hier nur auf Ja mal drehen. Oh. Also er merkt auf jeden Fall den Wind, merkt man. So, jetzt guck mal, wo ich jetzt eigentlich gerade bin. Irgendwo da müsste ich stehen. Und dann machen wir jetzt mal so einen Low-Pass vor der Kamera. Damit ihr den mal im Tiefflug seht. So. Also der macht gerade richtig Spaß zu fliegen. Ich sehe auch jetzt noch keine Tendenz zum Stallen oder so. Jetzt machen wir mal hier Vollgas, ein Looping mit vollem Ausschlag. Das geht auch ohne Probleme. Und jetzt machen wir einfach mal ein bisschen auf größerer Höhe einen Stalltest und schauen mal, wie er sich da verhält. Und wie gesagt, der ist jetzt auf 246 Gramm mit dem Aufbau und jetzt nehme ich das Gas weg. Ich ziehe nach hinten. Immer mehr. Und er rollt eigentlich. Jetzt ist er gestallt. Oh, oh, oh. Also durch die geraden Flüge auf jeden Fall. Er kippt irgendwann weg.
Die Windturbulenzen sind natürlich auch noch mit eine Sache, die hier mit reinspielen. Aber ansonsten ließ er sich jetzt recht gut abfangen und macht jetzt so überhaupt keine Probleme. Haben wir nochmal hier so einen kleinen tiefen Überflug. Und leise ist er vor allen Dingen. Ihr hört jetzt wahrscheinlich noch die Mavic Mini, die wir noch in der Luft haben, von meinem Kumpel im Hintergrund. Aber die Talon 250G, die hört man so gut wie gar nicht. So, also jetzt sind wir ein paar Runden geflogen. Wir haben einen Stalltest gemacht und auch ein paar tiefe Überflüge. Wenn es jetzt natürlich nicht so windig wäre, jetzt geht es mal gerade, wird es noch ein bisschen schlimmer, dann wäre das natürlich noch ein bisschen lustiger. Machen wir nochmal so einen tiefen Überflug hier und dann wird es auch langsam Zeit zu landen. Und mal für ein erstes Fazit. So, also Mainflug beim zweiten Anlauf dann auch geglückt. Talon 250G immer noch unbeschadet, bis auf die kleine Stelle, wo der Kleber nur gerissen ist, aber kein Bruch oder irgendwas. Das ist ein ganz schneller Fix, bisschen U-Bohr dran und damit ist die ganze Sache wieder klar. Wie ihr gemerkt habt, CG ist wieder mal sehr, sehr kritisch, gerade bei so einem kleinen Flieger. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich hatte, wie ihr seht, vorher diesen 1600 mAh 2S Akku drin. Der wiegt genauso viel wie der Lithium-Ionen-Akku. Aber wie ihr seht, der ist deutlich länger. Und dadurch ist natürlich auch der Masseschwerpunkt des Akkus weiter hinten. Und damit habe ich halt das CG leider nicht getroffen. Und die AIO-Cam, die ich hier drin habe, ist unglaublich leicht. Das ist eine ganz kleine Micro-All-in-One-Cam. Und ja, mit einer größeren FPV-Kamera, vielleicht sogar einer HD-Kamera. Oder viele werden da wahrscheinlich auch eine DJI, eine Caddx Vista oder so verbauen. Die haben das Problem natürlich nicht, weil da hat man natürlich dann entsprechend mehr Gewicht in der Nase. Aber ZOAD hat auf jeden Fall hier schon mal dafür gesorgt, dass wir die Möglichkeit haben, ordentlich Akkus reinzupacken, ohne CG-Probleme zu kriegen. Ich hatte schon testweise einen 2S2P, also sprich zwei von diesen Packs zusammen übereinander gestapelt, selbst die passen rein. Und selbst damit, wenn ich sie möglichst weit nach hinten schiebe, dass das Strap noch drumherum passt, selbst damit habe ich das CG bei mir in der Wohnung getroffen und könnte damit auch fliegen, sofern natürlich bei 2S noch genug Power ist, den zu starten. Das werde ich auf jeden Fall auch noch probieren. Ansonsten zum Flugverhalten. Ich war durchaus sehr, sehr begeistert. Am Anfang Line of Sight fliegen war im ersten Moment ein bisschen sketchy. Ich habe natürlich noch ordentlich nachtrimmen müssen. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich die jetzt bewegt habe, aber ich werde mir auf jeden Fall das Trim nochmal anschauen, an welcher Stelle ich da jetzt bin. Höhentrimmung war keine nötig. Da habe ich von Anfang an, wie ihr seht, einen ganz kleinen Abtrim drin. Einfach nur, damit der erste Start auch einfacher lief. Manuell starten war auch überhaupt kein Thema in dem Fall. Und vom Flugbild her, ja, er kann Speedstorm. Ich war echt überrascht jetzt, wie viel Autorität diese kleinen Steuerklappen haben. Ich denke mal, das ist auch dem V-Tail geschuldet, dass man sehr viel Autorität auf der Pitch-Achse hat, dass man hochziehen kann. Und als das CG halt zu weit hinten war, hat das halt zum Stall geführt und ich konnte ihn dann nicht wirklich wieder rausziehen. Und deswegen ist er dann halt auch mit der Nase zuerst im Boden gerammt. Von der Robustheit her, muss man nicht sagen. Ich denke mal, das hat schon gut gezeigt. Der ist mit ordentlich Tempo Nase zuerst in den Boden gekracht und hat nichts abbekommen, bis auf diese kleine gebrochene Klebenaht. Und ich konnte danach sogar noch fliegen, das war nicht mein Problem. Vom Flugverhalten her, trotz des Windes, ihr werdet es wahrscheinlich auch im Mikrofon hören, es ist relativ böig. Zwischendurch war es mal wirklich relativ stark, 20-30 km/h ohne Probleme. Aber bis auf ein bisschen Zittern auf dem Flügel hat ihn das überhaupt nicht gejuckt. Man musste halt vorsichtig sein, wenn man mit dem Wind gegen den Wind gedreht hat. Da musste man echt ein bisschen Schub geben, sonst konnte er eventuell stallen. Aber ansonsten ging das eigentlich super und selbst mal kurz tief über dem Boden war jetzt nicht das Thema. Mit dem ZUHJ Drift beispielsweise ist das deutlich schwieriger, dann auch die Balance zu halten. Dann hat man sehr viel mehr Flügelausschläge und vom DAR 250G will ich da gar nicht reden. Der macht bei solchem Wind überhaupt keinen Spaß mehr, weil er wirklich nur noch am Rumwackeln und am Rumrollen ist. Ja, alles in allem. Wir haben aktuell einen Preis für die Talon 250G von, ich glaube, 96 Euro für die Plug-and-Play-Version und 124, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich blende euch die Preise nochmal ein. Für die FPV-Version, dort ist auch der Co-Pilot Lite und die FPV-Cam mit drin. Meines Erachtens nach würde ich sogar fast behaupten, das ist mindestens genauso ein guter erster Anfängerflieger wie zum Beispiel der ZUHD Drift.
Wenn nicht sogar noch besser, weil der Drift, wie gesagt, der ist wirklich ein schöner Wetterflieger. Damit sollte man halt echt nur fliegen, wenn es absolut windstill ist, damit er richtig Spaß macht. Mit der hier geht auch mal ein bisschen ein mildes Lüftchen oder halt auch mal ein bisschen mehr Wind wie jetzt gerade. Und ansonsten, ja, es ist auf jeden Fall wirklich ein sehr freundlicher Flieger und auch definitiv Anfänger geeignet, meiner Meinung nach. Und eine Kaufempfehlung wert. Ich werde mal noch schauen, ob ich noch ein paar Sachen finde, die problematisch sind. Was mich ein bisschen stört, sind hier hinten die Anlenkungen beispielsweise. Die Höhenruderanlenkungen, denn die Höhenruder sind unglaublich flexibel. Und ich habe so meine Befürchtung, dass gerade bei höheren Geschwindigkeiten, wenn man mehr Power verbaut, das zum Problem werden könnte, dass man quasi die komplette Höhenruderautorität verliert. Ja, Marc aus der Zukunft hier. Ich habe nach den ganzen Aufnahmen auch noch einen zweiten Flug gemacht und dort hat sich meine Befürchtung auch sofort bestätigt. Ich habe nämlich in einem Dive mit Vollgas versucht, mal ein bisschen einen Speedrun zu machen und da ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Man merkt zuerst, wenn er schneller wird, dass er anfängt, eine Tendenz zu haben, nach links zu rollen in meinem Fall und ab einem bestimmten Punkt kann man einfach nicht mehr gegensteuern und er macht schlagartig auf einmal eine Rolle und man verliert komplett die Autorität auf der Rollachse. Genau das gleiche Verhalten haben wir auch am ZOHD Drift vorher schon gesehen. Und das scheint hier auch zuzutreffen. Ich versuche mal noch rauszufinden, das muss ich bei einem späteren Flug machen, ob die Flügel an der Stelle flexen oder ob das an den flexiblen V-Tail-Rudern liegt, die hier sich verbiegen, sodass ich eventuell Autorität verliere. Denn was passieren kann, wenn die V-Tails zu stark flexen und Autorität verlieren, dass die auf der Yaw-Achse ausschlagen bzw. sich verdrehen und das würde natürlich zu einem Roll-Movement führen, was bei einem V-Tail normal ist. Das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und dann gebe ich zurück an mein Vergangenheits-Ich. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Also das ist eine Sache, da müsste man eventuell nachbessern. Man könnte theoretisch einfach einen Carbonstreifen in das V-Tail einlassen, die man hier so reinmacht, um die so ein bisschen steifer zu bekommen, weil das ist wirklich hier nicht so ideal gelöst. Die Finne hier unten dagegen, die ist ordentlich robust, die ist auch sehr dick. Ich glaube auch nicht, dass die sich so schnell abnutzen wird. Die schützt natürlich auch den Propeller bei der Landung, falls man die Motorbremse nicht aktiv hat. Ich habe sie auch noch nicht aktiviert, zugegeben. Normalerweise bin ich immer jemand, der darauf pocht, die einzuschalten. Aber sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Und was das Assembly angeht und Platz, man hat einfach tonnenweise Raum hier drin, auch um zu arbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Die Servos sind auf jeden Fall sehr gut. Das sind die gleichen Servos, wie im Drift und im 250G Dart verbaut sind. Die sind schnell, die sind präzise, die sind zuverlässig und ich habe bis jetzt auch noch keinen kaputt bekommen. Eventuell habe ich einen kaputten im Drift, aber da bin ich noch nicht ganz sicher, ob das wirklich am Servo liegt. Ja, und das soll es dann eigentlich auch an der Stelle mit dem ganzen Roundup gewesen sein und mein Flugreview. Und von mir, wie gesagt, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, würde ich sagen. Ich habe jetzt nichts Gröberes dran auszusetzen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall für Anfänger sein Geld wert. Und ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde mich natürlich auch über Feedback von euch freuen, was ihr von meiner Review generell haltet oder von meinen Videos. Schreibt es in die Kommentare rein. Ich beantworte auch möglichst alle. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.